Wie gut, dass Klaus Allofs gar nicht lange mit der bitteren Niederlage in Leverkusen hadern konnte. Zu gewaltig, zu bedeutend ist die Begegnung mit Real Madrid, der anstehende Saisonhöhepunkt. Alles spricht dabei gegen den VfL, aber wer weiß. Eigentlich sind sie übermächtig, aber von den Mannschaften Barcelona, Paris Saint-Germain oder die Bayern wären vielleicht noch etwas übermächtiger als Real Madrid es ist. Ich glaube, dass sie immer noch mal vielleicht Spiele haben oder Momente haben, wo sie zu verletzen sind. Das Bild, das der VfL aber derzeit abgibt, ist traurig. Miese Leistungen in der Bundesliga, ständig negative Schlagzeilen. Der Ärger um Kruse, die Suspendierung von Bendtner. Wolfsburg ist gegen Real ein XXL-Außenseiter. Dennoch sind wir in der Lage, auch über uns hinauszuwachsen und mit der Hilfe des Publikums. Da brauchen wir wirklich den 12. Mann, der auch immer wieder unsere Spieler unterstützt und sie auch mal über eine schwächere Phase oder über eine Phase, wo Real vielleicht auch mal dominant ist, hinwegbringt. Also wenn das alles zusammenkommt, dann haben wir diese kleine Chance. Dafür muss sich der VfL als ein Ensemble präsentieren, bissig, resolut, als eine feste Einheit. Die war das Team von Trainer Dieter Hecking zuletzt nicht mehr. Viele werden wieder auf Max Kruse schauen. Bei ihm bittet Allofs um Geduld. Ich hoffe und ich bin sehr zuversichtlich, dass Max das verstanden hat. So, und dass er das erstmal hier im täglichen Leben hier in Wolfsburg im Training beweist und dann in den Spielen für den VfL. Und wenn er das gezeigt hat, glaube ich, dann steht die Tür auch wieder für die Nationalmannschaft offen. Ein Kruse in Länderspielform wäre gegen Real sicherlich nicht das Schlechteste. An den Gewinn der Königsklasse glaubt Allofs indes nicht. Den nächsten Titel verspricht er erst für das kommende Jahr.